Guten Tag, ihr Tabak-, Pfeifen- und Genussfreunde. Ich möchte mich auch heute Mittag mal melden und euch einen schönen Tag wünschen. Ich habe diese Woche nochmal Urlaub, habe ich auch dringend nötig gehabt. Es waren sehr anstrengende letzte 2 Wochen vor dem Urlaub. Und danach geht es auch anstrengend weiter. Und ich musste jetzt einfach mal ein bisschen Energie tanken. Ich sehe gerade hinter mir, es ist zwar ziemlich duster oder bewölkt und regnerisch, nicht schön das Wetter. Aber trotzdem stört das Licht hinter mir durch das Fenster vielleicht ein bisschen. Ich ziehe mal kurz die Jalousie runter. Bis gleich. So, ich denke, dass es ein bisschen angenehmer jetzt ist. Ja, was habe ich heute? Heute habe ich mal keinen Tabak. Heute habe ich mal ein Thema, was mir irgendwie am Herzen liegt. Ich weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht Rallys Pfeifenblock, wo bekannt als Rally Grufti, jetzt als Rallys Pfeifenkino Ralf Dings interessante Geschichten, Hintergrundberichte über Pfeifen, Tabak und so weiter veröffentlicht. Und ich kann euch das nur ans Herz legen, wenn ihr da ein bisschen Interesse dran habt, dann lest das mal. Es ist eine interessante Sache, diese Geschichten hinter den Herstellern, hinter den Machern von unseren Pfeifen und unserem Tabak. Heute möchte ich über das sprechen, was sein neuester Artikel ist, und zwar ging es da um Lorenzo. Viele von euch haben sicherlich Pfeifen von Lorenzo zu Hause. Ich weiß, dass das nicht die edelsten Stücke sind. Das war auch nicht das Anliegen, was Lorenzo hatte. Und ich hole dazu kurz aus. Lorenzo Tagliabue war ein junger Mann, der in das Unternehmen seiner Eltern, seines Vaters eingetreten ist. Die hatten 1922 die Pfeifenfabrik Lana aufgekauft und dann große Stückzahlen produziert an Pfeifen bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Da änderte sich die Lage, da ging es nicht mehr um große Stückzahlen, da ging es nicht mehr darum, dass jeder irgendwie eine Pfeife haben wollte, sondern es wurde der Schrei nach Individualität, so wie wir es heute kennen, lauter. Ja, und dann mussten die sich neu erfinden. Und dieser Sohn, der Lorenzo Tagliabue, der hat das dann gemacht. Der hat sich überlegt, was kann ich machen? Und er hat dann einfach klassische Stücke anders aufgebaut, anders hergestellt oder ihnen eine andere, etwas andere Form gegeben. Und meistens hat er sie auch stark vergrößert, so dass er auch eine gewisse Individualität da hineingebracht hat. So, und ich habe 2 von Lorenzo-Pfeifen und die möchte ich euch zeigen und anhand derer mal kurz das beschreiben. Also dieser Lorenzo Tagliabue, das war hat eine traurige Lebensgeschichte. Das war ein wirklich klasse Mann, der viel investiert hat in seinen Beruf, der große Energie mitbrachte, der heiratete, eine Tochter bekam und diese Tochter im Kindesalter leider ganz plötzlich verstarb. Und Ralf beschreibt das so schön, dass er von heute auf morgen seine Werkstatt und seine Firma und alles hinter sich ließ und alles dann von jemand anderem übernommen wurde und dann wieder von jemand anderem übernommen wurde. Und dann wurden die Pfeifen in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren, die Pfeifenproduktion nach Albanien verlegt, wo sie teilweise auch noch gebaut und gefertigt werden. Und ja, das war es dann mit der Geschichte. Soweit, wie wir sie kennen. Aber es wurden halt interessante Pfeifen gemacht. Und wer Giants, also große Pfeifen, mag, der wird bei Lorenzo auf jeden Fall fündig. Lorenzo war nie daran interessiert, höchste Qualität zu bieten. Kittfreies, maserstarkes Holz, Straight Grain war ihm völlig fern. Das war eigentlich gar nicht sein Anliegen. Sein Anliegen war, gute, rauchbare Geräte zu bauen, die viel aushalten, die lange leben und die ihren Besitzern Freude machen. Und so habe ich heute auch 2. Die habe ich als gebrauchte Modelle gekauft und mir auch wieder aufgearbeitet, wie ihr das kennt. Das ist jetzt, bitte nicht erschrecken, das ist jetzt nichts, das ist jetzt keine Pfeife für im Mund halten. Also dafür ist es schlicht und ergreifend zu groß und das Ding hält auch gar nicht lang, diese Pfeife hält auch gar nicht lang hinter dem
damit zurück, was sie ist. Das ist nämlich eine Giant 540G, nennt sich das Modell. Wir sehen die Lorenzo, klassische A-Riesendimension. Ja. Die hat 180 mm Länge, aber sie ist technisch einwandfrei gearbeitet. Hier hat sie auch kleinen Spot. Das war mit Lorenzo alles nicht so wichtig. Hier unten ist eine Stelle, die hätten andere sicherlich ausgearbeitet. Da ist eine Stelle, die hätten andere sicherlich ausgearbeitet. Nicht so Lorenzo, der hat sie einfach genommen. Die in der Werkstatt, die haben sie gebeizt in ihrem berühmten Ton, denn das ist der berühmte Ton, den die hier haben, und hat sie dann so einfach gefertigt. Nicht erschrecken, der Finger verschwindet fast komplett. Ich habe sehr große Hände, aber bis zum zweiten Glied geht das da rein und hat auch seitlich in den Wandungen noch Platz. Das ist, wenn man 2,5 Stunden mal was rauchen möchte, ist das ideal. Ich euch die Auffächerung von dem Mundstück mal zeigen kann. Sehr gut gearbeitet, also technisch einwandfrei. Ich habe euch auch vorne sein berühmtes L für Lorenzo, das er immer drauf gemacht hat auf das Mundstück. Das habe ich euch auch mal abfotografiert, weil man es hier vielleicht nicht so gut sehen kann. Lichtqualität trotz dieser zusätzlichen Lampe ist nicht so hervorragend, aber ich hoffe, ich kann sie euch trotzdem zeigen. 9 mm gefiltert. Für den Günther Weinhengst vielleicht. Bei dem Zapfen hier braucht man keine Angst haben, den kriegt man nicht gedrückt. Das ist schon echte massive Bauart, aber ein wunderschönes Pfeifchen und vor allen Dingen, man hat was in der Hand. Da 2,5 Stunden eine Mixture rein oder ein Ready Rubbed rein. Und man hat eigentlich den Abend Ruhe und ist danach auch echt gesättigt. Das ist Lorenzo. Die war noch in einer relativ guten Qualität. Da habe ich einfach nur den Kopfrand aufgearbeitet, habe sie desinfiziert, sauber gemacht und natürlich das Mundstück war angelaufen. Das habe ich genommen und auch mit Polierpaste und Poliermittel einfach poliert, so dass es richtig schön schwarz glänzt und auch keinen Geschmack mehr abgibt. Ein schönes Ebonit-Mundstück. Schöne Pfeife. Wollte ich euch gerne zeigen. Und die hat noch neulich eine Schwester bekommen. Die allerdings war von allen Pfeifen, die ich bis jetzt gebraucht gekauft habe, in einem miserabelsten Zustand. Von dem Kopfrand konnte man gar nicht mehr reden. Der ist jetzt auch noch nicht perfekt, ja. Aber ich will noch nicht abschleifen. Ich will der Pfeife da nichts wegnehmen, zumal ich nicht weiß, ob ich diese Original Bitestone dann hinbekommen würde. Er ist so okay, wie er ist sauber. Aber die war rundherum richtig zugemoddert, mit Dreck. Da klebte richtig Dreck drauf. Die habe ich einmal komplett auseinandergenommen. Von dem Silberring war gar nichts zu erkennen. Und siehe da, Lorenzo konnte auch 925er Sterling Silber. Das ist hier drauf. Das ist ein wunderschöner, ein richtig massiver Sterling Silberring. Ja, nicht so wie das manchmal bei Petersen oder Stanwell ist, dass sie sehr dünn sind, sondern das ist auch schon, der hat auch eine gewisse Wandungsstärke, ist also nicht so zum Verdrücken geeignet. Und auch das Mundstück war in einem desolaten Zustand. Auch hier wieder ein richtig dicker Zapfen. Das L ist leider nicht mehr so gut zu erkennen. Das habe ich mal ein bisschen freigefräst mit dem Dremel. Und da werde ich demnächst mir mal eine Farbe kaufen und das wieder aufarbeiten. Und interessant ist bei diesem hier, das hat zwar, sieht aus wie ein Lippenbissmundstück, hat aber, ist ein gefälschtes, ja. Da ist das Zugloch gerade, geht trotzdem auf die Zunge. Ich habe jetzt hier gerade mal einen Pfeifenreiniger. Den stecke ich mal da rein, dann könnt ihr das sehen. Das ist einfach nur gerade gebohrt. Ist also, kam zwischenzeitlich mal auf. Ich habe das für einen Witz gehalten, aber es ist wirklich so. Und ich habe hiermit eine, die das hat, aber sie hat ein sehr großes Zugloch. Kann man leider nicht erkennen, wenn ich das da hinhalte. Aber sie raucht sich auch hervorragend, wie alle. Beide, die ich habe. Wirklich auch diese hier mit einem ähnlich großen Füllvolumen wie die andere, vielleicht ein Tick kleiner, vielleicht 2, 3 mm weniger. Auch hier, die hat Spots, die hat so kleine Risse. Da wurde aber nicht großartig drüber gespachtelt, sondern das wurde einfach alles so gelassen, gebeizt. Hier ist eine Kittstelle an diesem Übergang. Die könnt ihr vielleicht auch nicht erkennen. Dafür ist meine Kamera einfach zu schlecht. Und das ist eine Lorenzo Argento. Und die hat auch eine Nummerierung
wunderschönes Pfeifchen. Und auch die ist 18 cm lang. Und auch die ist für einen ähnlich sinnlichen langen Rauchgenuss wie die andere auch nichts zum zwischen die Zähne halten. Ich wollte euch gerne meine beiden Lorenzos mal vorstellen. Ihr kennt ja diese Skyscraper, diese mit dem extra hohen Kamin, die sich auch nicht so ganz einfach rauchen lassen. Irgendwann denke ich, werde ich mir auch davon eine zulegen, weil ich die einfach sehr schön finde. Dieses Modell heißt dann Chimney in der richtigen Aussprache, denke ich. Wenn ich die mal habe, kann ich euch die auch mal in die Kamera halten. Im Moment kaufe ich mir keine weiteren Pfeifen, weil ich habe ehrlich wirklich genug und ich werde einfach, wenn ich Gelegenheit habe, mir so eine mal zulegen. Die sind dann aber auch ähnlich groß. Also da geht es dann wirklich um stundenlanges Rauchvergnügen. Und das muss man dann auch einfach wollen. Da muss man wirklich Zeit haben den Abend dafür. Vielleicht hat man Besuch und hat dann einfach Zeit, vor sich hin zu schmücken. Dann ist das sicherlich das Richtige. Für Flakes, die ich auch sehr liebe oder die ich eigentlich am meisten rauche, ist es nichts. Aber wie gesagt, Mixture Ready Rubbed, wunderbar. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin auch froh und habe mitbekommen, dass ich über 100 Abonnenten habe. Ich freue mich über jeden von euch, möchte euch dafür danken. Nicht, dass das meine Intention wäre, aber das zeigt doch, dass ein gewisses Interesse daran ist, dass an meinen Videos ist. Und ich freue mich darüber und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und viel Freude mit euren Rauchhölzern und dem dazugehörigen Rauchgut, dem Tabak. Bis dann. Tschüss.